Also, was machen wir hier überhaupt? Also, das hier ist das Camp Crystal Lake. Angeblich treibt hier ein macheteschwingender Geist namens Jason Voorhees sein Unwesen. Also machen wir das, was wir am besten können. Weglaufen und kreischen wie Wahnsinnige. Hey, hallo Leute. Das sind ja Don Knotts und Phyllis Diller. Wir sind hier die Campbetreuer. Aber eins sage ich euch, wenn das hier vorbei ist, werde ich Betreuung brauchen. Ich schlag vor, wir teilen uns auf. Shaggy und Scooby, ihr checkt den Zeltplatz. Velma, du checkst den Wald. Und Daphne und ich checken die Schlafbaracken und vertreiben uns die Zeit mit ein bisschen heißem Sex. Sex? Du? Mit ihr? Mit deinem Frackkragen kriegst du doch nicht mal mehr eine alte Kuh wie mich ins Bett. Das ist ein Krawattenschal, du alte Nutte. Ein Krawattenschal. Oh, die alte Nutte ist hier wohl auf den Schlips gelatscht, Kragenjunge. Herrje, hier läuft's mir eiskalt den Rücken runter. Ruby Rick. Ah, oh Mann. Also, ehrlich, ich bin ein trauriger, hundefutterfressender Hippie. Oh, entschuldige, Mann. Mein Fehler. Reich! Der Killer! Lauf, Scoob! Reich! Besser vergiss ich. Sag mal, Freddy, machen wir wirklich ernst? Wenn noch mal jemand was über meinen Krawattenschall sagt, dann werde ich... Ach, verdammt, ihr ist sowas von schick. Wow, das muss Jasons tote Mutter sein. Also, das erklärt alles. Wow, das muss Jasons tote Mutter sein. Also, das erklärt alles. Fred, du bist ein Arschloch und mit dem Krawattenschall siehst du schwul aus. Nimm sie zuerst! Nimm sie zuerst! Hey! Die Jungfrau überlebt immer am längsten in diesen Horrorfilmen. Gott, ist mein Leben zum Kotzen! Du findest dein Leben zum Kotzen? Einer der Mieter von meinem Apartment ist vermutlich ein Homo! Und das ist doch lange nicht alles. Jemand hat mich umgebracht. Krabam! Jetzt wollen wir doch mal sehen, wer Jason Voorhees wirklich ist. Der alte Phillips? Aber warum? Auf dem Grunde dieses Sees liegen spanische Dublonen im Wert von mehreren hundert Dollar. Wenn ihr verdammten Kids euch nicht eingemischt hättet, würde dieser wunderbare Schatz jetzt mir gehören. Das alles nur wegen ein paar Münzen? Alle meine Freunde sind tot. Sie sind tot und ich bin immer noch Jungfrau. Noch immer Jungfrau. Weißt du, das können wir ändern. Oh, ja, ja, oh, das können wir ändern. Ja, ja. Rabbit, du bist dran! Ach, ich hab dir schon mal gesagt, Duffy, mein Name ist Bugs. Nein, vergiss es, dein MC-Name ist B-Rabbit. Wir müssen den Kids von heute gefallen. Das heißt jetzt nicht mehr Looney Tunes, sondern Lizuni Tizuns. Haha, echt Hip-Hop, Alter. Ach, du heiliges Gemüsebeet. Ich bin nervös, Duffy. Hör zu, Bruder, du musst da jetzt rausgehen. Und verkack es nicht wieder, ja? Wo geht's nochmal zur Bühne? Sieh mal das Schild da! Macht euch bereit für den Rap Battle des Jahrhunderts! Zuerst will ich eure Hände sehen für diese Bacon Bits! Schmeiß die Hände in die Luft! Da, der Laden hier ist eine geile Gruft! Okay! Unser erster Herausforderer heute Abend kommt aus der 8 Carrot Road! Einen kräftigen Applaus für B-Rabbit! Aber zuerst am Mikrofon der führende Champion, der MC-Jäger, Emma Fuck! Mit PH! Ich krieg dich, Hase! Yo!
Ich erteile dir eine Lektion. Nenn mich Professor, du bist sexuell verwirrt, du bist ein Crossdresser. Du küsst gern Mann und das ist echt funny. Ruf Hugh Hefner an, du bist ein Gay-Boy-Bunny. Du hast dich verirrt, bist eine Tunte auf Turkey. Du bist falsch abgebogen in Albuquerque. Einen hab ich noch, einen hab ich noch. Ich bin ein Pimp, meine Jagdausrüstung rockt immer mehr. Ich hol dich aus deinem Bau mit meinem Doppellaufgewehr. Hey, Moment mal, mein Guter. Die Jagdsaison für Hasen ist noch nicht eröffnet. Siehst du? Also los, du bist jetzt dran, B-Rabbit. Ich weiß, dass du glaubst, ich wäre ein blöder Hase. Was du hier aber ausspuckst, ist eine leere Phrase. Ich verstehe nicht, was du hier groß erklärst. Es ist, als ob du ein Chinese wärst. Du wärst gern hip, wärst gern in. Doch das ist längst vorbei. Hier trink mal einen Kaffee. Ein Würfel oder zwei? Zwei. Mit meinen Mädchenklamotten beweise ich, du bist gay. Willst du einen Kuss, mein Hübscher? Ehrlich? Okay. Emma ist ein Homo, ist er nicht ein armer Tropf? Und statt Haaren kriegt er jetzt einen Hasen auf den Kopf. Ich sitz auf deinem Kopf wie ein großer Denker. Bin ich nicht ein wahrer Stänker? Du heiliges Gemüsebeet! B-Rabbit hat gewonnen! B-Rabbit hat gewonnen! Ich bin eine Schande! Yo, B-Rabbit, ich bin's, Dr. Dre. Hey, ist was, Doc? Hast einen krassen T-Style drauf, Baby. Ich will dir einen Plattenvertrag anbieten.